Guten Abend. Dankeschön. Wow. Herzlichen Dank. Willkommen. Willkommen zu Wunder wirken Wunder. Heute ungewohnt für mich kein Live-Kabarett, sondern eine Lesung aus meinem neuen Buch, was jüngst erschienen ist, wie Medizin und Magie uns heilen. Und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir haben ein paar ausgewählte Geschichten. Es ist mein persönlichstes Buch und deswegen bin ich ganz gespannt. Sie sind die Ersten, die es heute hier live zu hören bekommen. Vorneweg eine Geschichte, die Sie vielleicht so oder ähnlich auch als Kind einmal erlebt haben. Die Wissenschaft hat die Magie aus der Medizin vertrieben, aber nicht aus uns Menschen. Wenn ich als Kind hingefallen bin, tröstete mich meine Mutter. Sie pustete und sprach die magischen Worte: Schau mal, Eckart, da fliegt das Auer durchs Fenster. Mein ganzes Medizinstudium habe ich darauf gewartet, dass mir ein gelehrter Professor erklärt, warum Auer fliegen kann. Denn ich wusste seit meinem 4. Lebensjahr, dass es geht. Diese Phänomene werden aber in der langen und teuren Ausbildung mit keiner Silbe erwähnt. Und je länger ich darüber nachdenke, desto beschränkter finde ich das. Ich bin heilfroh über alles, was es heute an Wissen und Möglichkeiten gibt. Von der Schmerztablette bis zur Palliativmedizin. Aber manchmal braucht es nur jemanden, der dich in den Arm nimmt und pustet. Und selbst wenn ich als erwachsener Mensch irgendwann so aufgeklärt, so abgeklärt, so zynisch geworden bin, dass ich an die Flugfähigkeit von Schmerz nicht mehr glauben kann oder mag, kurz überlegt, es wäre dem Kind gegenüber immer noch eine unterlassene Hilfeleistung, aus Klugscheißerei nicht zu pusten. Wissen ohne Zuwendung bleibt kalt und Zuwendung ohne Wissen bleibt manchmal unter unseren Möglichkeiten. Deshalb schreibe ich dieses Buch für Sie und für alle, die außer Puste sind. Willkommen. Und erfahrungsgemäß kommt zu mir gerne auch Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Hand hoch, wer ist im Gesundheitswesen beruflich tätig? Also wer kriegt Geld dafür? Nicht jetzt die Profi-Patienten, sondern... Was machen Sie? Kinderkrankenpflege, hier vorne ist... Kinderkrankenschwester, was haben wir noch? Ja, bitte? Kinderärztin? Urologische Forschung? Onkologische. Was haben wir noch? Wunderbar. Warum frage ich? Jeder ist mir gleichermaßen willkommen. Aber wenn jemand irgendeine Stelle findet, wo er sagt, das stimmt nicht, dann sagen Sie, Einspruch, euer Ehren. Wissenschaft ist immer nur der aktuelle Stand des Irrtums. Das ist wirklich so. Vor 150 Jahren, wissen Sie, was man mit Ertrunkenen gemacht hat? Man hat ein Tabakklistier verabreicht. Man hat Zigarettenqualm in den Popo gepustet, weil das damals die Lehrmeinung war. Die Lunge war voll Wasser, man dachte, wo kommt man irgendwie noch ran? Ja, Sie lachen, aber die Leute in 150 Jahren werden über das, was wir heute tun, genauso lachen. Und da wird man wieder ein bisschen bescheidener. Denn als ich anfing, das Buch zu schreiben, hatte ich ein sehr ehrgeiziges Ziel. Ich wollte die Welt von Schulmedizin und Alternativmedizin verbinden. Und mal ganz ehrlich, die meisten Leute haben überhaupt kein Problem damit. Zum einen Arzt geht man, wenn man was hat, zum anderen, wenn einem was fehlt. Ja, wenn ich reden will, gehe ich besser nicht zum Röntgenologen. Radiologen, Röntgenärzte kommen mit zwei Sätzen über 40 Berufsjahre, nämlich tief einatmen, nicht atmen. Wer weiteratmen sagt, ist Internist. Ganz andere Gruppe. Dieser Streit zwischen Schul- und Alternativmedizin, der ist nämlich nicht eine Erfindung unserer Zeit, sondern der ist schon über 250 Jahre alt. Aber immer wieder spannend, wie jeder sich dafür entscheidet oder das Beste aus beiden Welten für sich findet. Und am besten erzähle ich Ihnen das am Beispiel von meinem Freund Paul. Mein Freund Paul bestellt immer beim Universum seine Parkplätze.
fährt aber Fahrrad, was für ihn und das Universum das Beste ist. Wir kennen uns schon lange, wir mögen uns und wir haben manchmal sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge. Neulich frühstückten wir zusammen, da fiel sein Toast vom Tisch auf den Teppich und natürlich auf die Butterseite. Sofort rief Paul aus: Murphys Gesetz. Ich überlegte kurz und sagte: Nee, Newton. Da prallten zwei Weltsichten aufeinander. Für ihn war der Toast ein Beleg dafür, dass ihm immer das Blödeste passiert, eben Murphys Gesetz. Ich sagte: Lieber Paul, es kann gut sein, dass du so eine zentrale Figur im Universum darstellst, dass es da dunkle Mächte gibt, die sich rund um die Uhr damit beschäftigen, wie sie dir persönlich das Leben schwer machen. Aber eine Grundannahme von Wissenschaft heißt, nimm nicht mehr Dinge zur Erklärung eines Phänomens an, als du brauchst. Und mir reichen eigentlich Rotation und Gravitation. Der Toast hat aus dieser Höhe gar keine andere Wahl, als sich nur ein halbes Mal zu drehen und liegt deswegen auf der Seite, die vorher oben war. Paul mochte das nicht. Er sagte: Du immer mit deiner Wissenschaft. Ich kam gerade erst in Fahrt. Ich sagte: Paul, das ist nicht meine Wissenschaft. Das ist ein Prozess, der von sehr vielen Menschen parallel vorangetrieben wird, indem man Thesen über die Welt aufstellt, sie überprüft und dann die These bestätigt oder verwirft. Dein Pech. Was hat das mit meinem Toast zu tun? Sehr viel. Wir können ein Experiment machen, wer von uns beiden recht hat. Du lässt den Toast selber fallen, aber aus der doppelten Höhe. Und wenn er dann immer noch auf der Butterseite landet und das immer wieder, dann stimmt Murphys Gesetz. Widerwillig willigte Paul ein und ließ den Toast aus doppelter Höhe fallen. Was passierte? Vorhersagegemäß, dank Erdanziehung und Schwung, machte die Scheibe eine ganze Umdrehung und landete auf der Seite ohne Butter. Und ich war so stolz. Ich dachte, jetzt ist er überzeugt. Er schrie mich an: Gib doch zu, du hast mit Absicht die Butter auf die falsche Seite gemacht. Jeder Mensch bastelt sich seine Weltsicht, die mal besser, mal schlechter zur Realität passt. Der Gedanke, dass es das Universum gut oder böse mit uns meint, scheint uns leichter erträglich zu sein als der, dass wir womöglich dem Universum persönlich gar nicht so wichtig sind. Wenn jemand kommt, der unsere liebgewonnenen Überzeugungen nicht teilt, fühlen wir uns schnell angegriffen statt bereichert. Und deshalb lade ich Sie alle ein und Sie zu Hause natürlich auch, nicht immer meiner Meinung zu sein. Es wäre sogar schrecklich langweilig, wenn Sie alle schon so sehen würden wie ich. Ich bin froh, wenn jeder von Ihnen einen schönen Gedanken aus diesem Abend und aus diesem Buch in sein Leben mitnimmt. Und wenn das alle tun, sind das viele tausend schöne Gedanken, dann hat sich das schon gelohnt. Wunder wirken Wunder ist eine Wundertüte. Nehmen Sie, was Sie brauchen können, lassen den Rest den anderen. Es ist genug für alle da. Der wundersame Heiler in uns. Jeder Text ist immer eingeleitet von einem Zitat, in diesem Fall von Stephen Wright, einem meiner Lieblingskomiker in den USA, der mal gesagt hat: Ich bin süchtig nach Placebos. Ich würde damit aufhören, aber was macht's für einen Unterschied? Es soll 1944 während des Zweiten Weltkriegs gewesen sein. Eine Krankenschwester kümmerte sich um einen verletzten Soldaten, der unter furchtbaren Schmerzen litt. Aber ihr war das Morphin ausgegangen, das stärkste Schmerzmittel dieser Zeit, und sie brachte es nicht übers Herz, dem Soldaten zu sagen, dass sie nichts für ihn tun könne. Stattdessen zog sie mit einer großen gläsernen Spritze einfache Kochsalzlösung auf, gab dem Leidenden die Injektion und sagte zu ihm: Das ist ein starkes Medikament, es wird Ihnen gleich besser gehen. Und in der Tat ging es dem Soldaten deutlich besser. Die Krankenschwester handelte intuitiv aus Mitgefühl und nutzte damit einen Effekt, der einem Wunder gleicht, den Placebo-Effekt. Was wirkt da? Ist es Einbildung oder etwas anderes? Offenbar linderte die positive Erwartung, dass das Morphium ihm helfen würde, die Schmerzen des Soldaten. Und dürfen Ärzte und Krankenschwestern Patienten solche Gefallen tun? Lange wollte die Wissenschaft nichts davon wissen, wie mächtig die Kräfte der Erwartung und der positiven Einstellung für die Heilung sind. Das ist doch nur Placebo, hieß es. Was heißt denn hier nur? Die Forschung ist in den letzten 20 Jahren unglaublich vorangekommen. Heute weiß man, dass sich die Patienten weder die Schmerzen einbilden, noch die Linderung nach Einnahme eines Placebos.
Schon länger ist bekannt, dass im Gehirn körpereigene Schmerzmittel gebildet werden, die berühmten Endorphine. Sie wirken an denselben Andockstellen, an den Rezeptoren, wie richtige Schmerzmittel. Und auch wenn in der Tablette nichts drin ist, verändern sich die Verarbeitungsprozesse im Kopf. Ganz real und messbar. Sie glauben das nicht. Machen Sie doch mal ein kleines Placebo-Experiment an Ihrem Arbeitsplatz. Überall, wo gearbeitet wird, gibt es Kaffee, weil Kaffee ja bekanntlich wach macht durch das Koffein. Ist klar. Machen Sie doch mal folgenden kleinen Test. Besorgen Sie sich Ihre Kaffeesorte in der Placebo-Variante, sprich in der koffeinfreien Ausführung. Tauschen Sie heimlich die Bohnen aus, erhöhen Sie aber die Dosierung, damit es kräftiger schmeckt. Und dann beobachten Sie die Kollegen. Ich wette, mindestens einer wird sagen, der nimmt einen Schluck und sagt, boah, ist der stark, Mann, der geht ja voll auf die Pumpe, das merke ich sofort. Wir verbinden Kaffeetrinken mit angeregter Stimmung. Allerdings ist es selbst mit Koffein unmöglich, sofort eine Wirkung zu erzielen, die nicht auf Konditionierung beruht, so wie Pavlov mit dem Hund und der Glocke. Denn damit Koffein wirken kann, muss es erst einmal in den Nervenzellen im Gehirn ankommen. Und das braucht seine Zeit. Der Kaffee muss durch Mund, Schlund, Magen, Dünndarm, vom Dünndarm ins Blut, vom Blut ins Hirn, dann in die Zelle und dann tut sich da was. Wer nach einem Schluck schon eine anregende Wirkung spürt, schafft das mit etwas Übung auch mit einem Schluck kalten Wassers. Fakt ist, Kaffee gelangt, auch wenn Sie beim Trinken den Kopf weit in den Nacken lehnen, nicht direkt vom Mund ins Hirn. Wenn er das tut, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt, da haben Sie ein ganz anderes Problem. So wie das Koffein aus dem Kaffee schon wirkt, bevor es im Blut ist, wirkt auch jede Kopfschmerztablette bereits in dem Moment, ab dem wir wissen, dass sie uns gleich helfen wird. Und haben wir dreimal erlebt, dass ein echtes Medikament hilft, kann man beim vierten Mal tatsächlich ein Scheinmedikament nehmen und es wirkt ganz genauso. Es braucht also zuerst den Anstoß von außen, es braucht ein wirksames Mittel, aber wenn unser Körper die Wirkung gelernt hat, übernimmt unser innerer Heiler mit seiner Apotheke. Das hat viele praktische Auswirkungen für den Alltag, wenn wir mit Schmerzen umgehen wollen. Zum Beispiel, wenn Leute einen Weisheitszahn haben, der wird gezogen, dann lassen die meisten sich für den Tag krank schreiben. Man kann aber zeigen, dass die Leute, die trotzdem arbeiten gehen, weniger chronische Schmerzen entwickeln. Bei Rückenschmerzen genau das Gleiche. Legt man sich hin und beschäftigt sich lange mit dem Schmerz, ist es ungünstiger, als wenn man einfach versucht, aktiv zu bleiben. Warum lernt man als Arzt so viel über jeden Pups der Pharmakologie und so wenig über die Kraft der Worte? Mit den richtigen Sätzen, Gedanken und Ritualen wird jedes wirksame Medikament noch wirksamer und deshalb sind Worte und Pillen zusammen viel besser als Worte allein und Pillen allein. Ärzte können lernen, mehr auf ihre Wirkung zu achten und einfachste Dinge zu beherzigen. Zum Beispiel Blickkontakt aufnehmen, aktiv zuhören, Gefühle wahrnehmen und spiegeln, Erfahrungen hinterfragen, Ängste ausräumen und vor allen Dingen positive Erwartungen wecken. Glaube, Liebe, Hoffnung sind uralte Wirkmittel und sie in der Tablette zu suchen, ist einer der großen Irrtümer der Medizin. Die verrückteste Frage kommt erst. Wirken Placebos auch, wenn alle wissen, dass es sich um Placebos handeln? Was glauben Sie? Halten Sie sich fest. Das hat nämlich Ted Kupchuk untersucht an der Harvard Medical School. Er gab Menschen mit Reizdarmsyndrom die Anweisung, dreimal täglich Placebos einzunehmen und obwohl alle aufgeklärt waren, dass es sich um leere Tabletten handelte, ging es 40% der Patienten besser. Vor allem denen, die sich genau an die Anweisung hielten und die Scheinmedikation ernst nahmen. Offenbar ist das Ritual, sich selbst dreimal am Tag Gutes zu wünschen, ein wesentlicher Teil der Heilung. Wenn Alternativmediziner Menschen Hoffnung geben, gilt das schnell als verpönt und unseriös. Nach allem, was wir heute wissen, gilt vor allen Dingen das Gegenteil. Einem Patienten unnötig die Hoffnung zu nehmen, ist eine Art von Körperverletzung. Früher mussten die Menschen an die Kraft der Worte glauben. Sie hatten ja auch außer ein paar Kräutern über Jahrhunderte gar keine wirksamen Medikamente. In der Zeit war es Brauch, ein Wort aus der Bibel auf einen Zettel zu schreiben, den Zettel zu falten, zu kauen und herunterzuschlucken, um sich im wahrsten Sinne des Wortes die Kraft dieser Worte einzuverleiben.
unser geflügeltes Wort, man kaut auf etwas herum, kommt von diesem Ritual. Manchmal frage ich mich, was würde passieren, wenn die Menschen heute, statt die Tabletten zu schlucken, den Beipackzettel kauen und herunterschlucken? Sie würden alle Nebenwirkungen bekommen, die da draufstehen, aber nur, wenn Sie ihn vorher gelesen haben. Da bekommt das Wort Scheinmedikation eine ganz neue Bedeutung. Ich fasse zusammen. 10 Dinge, die Sie wahrscheinlich über Placebos noch nicht wussten. Erstens, Placebos wirken auch, wenn man weiß, dass es welche sind. Das haben Sie gerade erfahren. Aber zweitens, blaue Placebos beruhigen und rote regen an. 4 Tabletten mit nichts drin wirken besser als 2. Placebo-Spritzen wirken besser als Tabletten. Am besten wirken Placebo-Operationen. Die gibt's auch. Da habe ich eine ganze Geschichte über Knieoperationen, die nur vorgetäuscht werden. Und die Leute sind 2 Jahre genauso gut drauf, wie die, die richtig operiert wurden. Teure Placebos zeigen mehr Wirkung als billige. Placebos haben genau die Nebenwirkungen, die das richtige Mittel auch hat. Placebos, die der Chefarzt im weißen Kittel verabreicht, sind stärker als die, die der Pfleger im Poloshirt vergibt. Und jetzt kommt der größte Hammer. Nur etwa 20% der konventionellen Medizin ist nachgewiesenermaßen wirksamer als Placebo. Und wenn das so ist, möchte ich einen kleinen Werbeblock machen. Ich weiß, wir sind hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Bin ja auch ein Fan davon. Und ich stelle mir vor, warum gibt es nicht so Werbeanzeigen für Placebo? Ja? Wenn nichts mehr hilft, das ist eine Frage der Betonung, wenn nichts mehr hilft, dann ist es Placebo. Placebo akut gibt es hier als Granulat zur Herstellung einer Suspension zur Suggestion. Mit 50 Milligramm nichts und 30 Milligramm wieder nichts. Unterstützt die Selbstheilungskräfte, das kann man sagen. Und hier unten muss man natürlich auch das Kleingedruckte lesen. Überzogene Tabletten zu überzogenen Preisen. Wirkstoff, Glaube, Liebe, Hoffnung, nur mit viel Zuwendung und positiver Erwartung einzunehmen. Wer Inhaltsleere, aber wie die echten aussehenden Medikamente in den Verkehr bringt, darf sich nicht wundern, wenn die so gut wirken wie die echten. Aber natürlich gibt es auch noch andere Varianten. Es gibt noch Placebo plus C. Da ist nichts plus Vitamin C drin. Der Slogan, noch besser als nichts. Und dann natürlich auch noch zum Abnehmen gibt es Placebo Light. Weniger wiegen mit nichts. Da muss man die Tabletten anstelle einer Mahlzeit einnehmen und dann hilft es beim Abnehmen. Ist wirklich, ich glaube, ich bringe das noch raus. Das wird sich verkaufen. Wenn die Kraft der Worte so groß ist, dann muss man natürlich auch sich fragen, warum die Ärzteschaft so wenig davon weiß, so wenig davon auch Gebrauch macht, so wenig redet mit den Patienten und damit eigentlich auch den großen Aufschwung der Alternativmedizin und der Esoterik erst befeuert. Und deswegen möchte ich mal ein kleines Experiment machen. Ich brauche eine Zuschauerin. Ich habe nichts mit irgendwem abgesprochen. Wirklich jetzt freie Auswahl. Sie machen alle die Augen zu. Ich werfe rückwärts einen Stein ins Publikum. Nein, das war ein Scherz. Ich suche jemanden, der so einen Hang ein bisschen zur Alternativmedizin hat, auch ein bisschen sensibel ist und weit vorne sitzt. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie sich schon mal aus der Hand lesen lassen? Nein. Nein, noch nie? Das habe ich davor. Ja, hier. Und was ist es? Ja, das ist eine Fibromatose. Um das auf Deutsch zu sagen. Ja, na klar. Und entfernt worden und Operationen. Jetzt sitze ich erstmal hier und hoffe, dass es heilt und besser wird. Ja, ein bisschen hochlagern, können Sie ihm da vielleicht so ein bisschen. Ja. Sehr schön. Ich glaube, da steht ja Ihr ganzes Schicksal in der Hand. Ja. Würden Sie mir kurz assistieren? Ja. Ja, ich möchte nämlich dem Geheimnis des Handlesens auf die Spur kommen. Nehmen Sie auch Platz. Und Schulmedizin, Alternativmedizin, haben Sie so eine Präferenz? Alternativmedizin. Was denn zum Beispiel? Homöopathie. Bei welchen Beschwerden? Nach Verletzungen. Arnika. Arnika. Ja, na klar, Arnika C30. Bei Magenbeschwerden, Nux vomica. Ja.
Also Rescue. Rescue ist aber Bachblüten, ja. Ist nicht Homöopathie. Nee, ich wohne in Berlin-Prenzlauer Berg. Wenn da ein Kind von der Schaukel fällt, kommen 5 besorgte Mütter mit Arnika C30 und geben das dem Kind, weil das sofort beruhigt. Ja. Die Mütter. Genau. Das ist ganz klar. Und ich habe das Gefühl, Sie sind die ideale Zuschauerin für dieses Experiment. Ich glaube es auch fast. Nein, Homöopathen sind Meister der positiven Erwartung. Die sagen, wenn Ihr Symptom schlechter wird, dann ist die Erstverschlechterung. Wenn es besser wird, ist auch gut. Und wenn es gar nichts wirkt, dann liegt es am Amalgam. Und da kann man eigentlich nur positive Erfahrungen mitmachen. Das ist, psychologisch kann die Ärzteschaft da viel sich von abgucken. Ja. Interessanterweise ist es unter Intellektuellen in den Städten sehr verbreitet. So ein Landmann würde schon einen Unterschied machen, ob etwas extrem verdünnt wurde, ob man es in Originalkonzentration nutzt. Der würde nicht sagen, ich laufe übers Feld, ich habe gepupst, jetzt habe ich homöopathisch gedüngt. Aber in der Stadt kann man naturwissenschaftliche Gesetze ruhig mal ignorieren. Ich möchte mal gucken, ob ich aus Ihrer Hand... Die linke bitte, die kommt von Herzen. Und ich habe mir hier so eine Anleitung. Lebenslinie, Kopflinie, Herzlinie, Sonnenlinie, Marslinie und Schicksalslinie werde ich Ihnen deuten. Ah, hier, das... Oh. Sie haben eine gute Beobachtungsgabe. Ja, ja, ja. Sie empfinden Liebe zu den Menschen. Ja. Und ich erkenne eine Feinsinnigkeit hier. Und trotzdem stehen Sie mit beiden Beinen fest auf der Erde. Ja. Würden Sie das sagen? 100%. Ja. Dann gucken wir uns mal die Kopflinie an. Sie haben ein erhebliches Potenzial, was Sie bisher noch gar nicht immer zu Ihrem Vorteil nutzen. Das glaube ich auch. Ja, oder? Das sehe ich sofort. 100%. Ja. Sie sind stolz darauf, eigenständig denken zu können und Sie akzeptieren nicht so einfach die Aussagen von anderen. Ja, ja. Was Sie noch lernen können, mehr zu delegieren. Ja. Ja, das ist hier, Sie können da am Ende, sieht man, Sie können ein bisschen mehr abgeben. Ruhig, ja. Nicht immer alles alleine machen müssen, auch wenn er sich doof anstellt und extra sich operieren lässt an der Hand. Da wird er noch weniger hilft als bisher. Aber mehr delegieren. Ja. Fühlen Sie sich verstanden? Ja, genau. Jetzt kommen wir zur Herzlinie. Sie hatten in letzter Zeit irgendwie einen Abschied zu verarbeiten oder eine Trennung. Ja, ja, Sie müssen es nicht erzählen, aber... Und ich sehe auch, dass Ihre Freunde sich voll auf Sie verlassen können. Ja, 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 das hören Sie öfter, oder? Ja. Ja. Jetzt gucken wir mal nach der Sonnenlinie. Sie haben in letzter Zeit ein Geschenk bekommen? Oder ja. Ja? Ja. Was war das? Liebe, natürlich. Ja. Ja. Und das hat Ihnen auch was bedeutet. Und, ja. ich sehe auch hier, ich sehe eine Tür, die sich geöffnet hat. Ja. Was, ein neuer Bereich hat sich für Sie aufgetan. Was war das? Ich weiß, es ist sehr intim, aber wir lassen die Tür zu. Nein, ich sehe es, aber ich könnte es sagen, aber ich habe ja auch Schweigepflicht. Ja. No. Und also Ihre Gesundheit, Sie sollten auf Ruhe achten. Ja. Und es gibt einen Bereich, in dem Sie versuchen, sich von etwas zu lösen, aufzuräumen, sich zu reinigen. Ja, stimmt das? Ja, ja, täglich. Ja, ja, ja. Das ist hier diese Schicksalslinie. Und nach außen wirken Sie immer so diszipliniert, aber manchmal gibt es auch Zeiten, wo Sie unsicher sind, ob eine Entscheidung richtig war. Kind, ja, ja, ich fühle mich jetzt getroffen. Sie fühlen sich 100% verstanden? Ja. Ja? Dann darf ich Ihnen verraten, das steht nicht in Ihrer Hand, es steht in meinem Buch. Herzlichen Dank fürs Mitspielen. Das hören alle gerne. Und Sie waren wunderbar, oder? Sie haben uns viel Freude gemacht. Und wenn Sie mir Ihre Adresse da lassen, Sie sind die Erste, die ein signiertes Buch bekommt, wenn es dann erschienen ist. Jetzt haben wir die Psyche der Frau ein bisschen erläutert. Ich möchte natürlich auch für die Psyche der Männer etwas tun. Die ist relativ einfach zu lesen. Auch meine eigene. Ich möchte einmal zeigen, so wurde mir Kaffee serviert und ich... Ist es meine Fantasie oder... Und wissen Sie, was der Regisseur sagte? Dreh es um. Wir sehen oft, was wir sehen wollen.
Die Augen bilden nicht ab, sondern das Gehirn konstruiert die Wirklichkeit. Und das ist auch ein schöner Test dafür, was sehen Sie zuerst? Den Käse? Oder denken Sie, na, ich hätte gerne mal, dass der Käse weg ist. Und dann muss ich leider Ihre Fantasie enttäuschen, liebe Männer, die Frauen sind bekleidet. Und obwohl wir das wissen, in dem Moment, wo wir die Löcher wieder drüben haben, kann unser Verstand nicht akzeptieren, dass nicht das da ist, was wir uns wünschen, dass es nicht da ist. So verrückt ist unsere Wahrnehmung. Und deswegen versuche ich in Wunder wirken Wunder beiden Seiten gerecht zu werden, nämlich dem Wunsch nach Verzauberung und gleichzeitig dem großen Prozess von evidenzbasierter Medizin, dass man nämlich wirksam und unwirksam unterscheidet. Und da erkläre ich auch, wie das geht. Und das würde aber jetzt ein bisschen zu weit führen. Ich möchte aber nicht verschweigen, dass ich wirklich viel ausprobiert habe. Ich war auf Engelsseminaren, ich habe alle möglichen Alternativverfahren ausprobiert und selber auch erlernt. Und einmal war ich auch bei einer schamanischen Heilerin. Und das will ich Ihnen nicht vorenthalten, denn ich habe da erstaunliche Dinge über mich gelernt. Es hätte auch eine ganz normale Psychotherapiepraxis sein können. Die freundliche große Frau, die mir die Tür öffnete, trug eine weiße Hose und ein Poloshirt. Sie hätte ebenso gut Ärztin sein können, war aber Heilpraktikerin. Ich hatte sie bei einer Fortbildung kennengelernt und war neugierig geworden. Sie bezeichnete sich selbst nicht als Schamanin, wurde aber von anderen so genannt. Und ich war neugierig zu erfahren, wie sie bei Patienten vorgeht. Sie gab auch Seminare, wie man trommelt oder in Kontakt mit Bäumen und Steinen geht. Aber so weit wollte ich nicht gehen. Ich ging lieber zu ihr in die Praxis in der Kölner Innenstadt. Ich bekam einen wohltemperierten Tee und sie stellte mir eine Menge Fragen, die traditionell in einem Arztgespräch eher selten auftauchen. Zum Beispiel, was hast du für ein Bild von deinen Urgroßeltern? Das nenne ich mal eine gründliche Familienanamnese. Ich musste mir aber eingestehen, dass ich außer einem alten Fotoalbumbild gar keine Erinnerung an sie hatte. Schamanische Kulturen verehren ihre Vorfahren. Und eine Ahnung von ihrer Bedeutung steckt auch in dem deutschen Wort Vorfahren. Warum? Sie sind diejenigen, die vor uns da waren, die einen Weg gegangen sind und Spuren hinterlassen haben, denen wir folgen können. In unserer westlichen Zeitvorstellung liegt die Vergangenheit gefühlt immer hinter uns und die Zukunft liegt vor uns. In vielen anderen Kulturen ist es genau umgekehrt. Die Vergangenheit sieht man vor sich, die war ja schon da, und die Zukunft ist sozusagen ungewiss. Und deswegen sind die Vorfahren die, die vorgefahren sind und deren Spuren wir verfolgen können. Immerhin wusste ich über meine Großeltern Bescheid, die ihre Heimat verlassen mussten und als Flüchtlinge in Deutschland noch einmal bei Null anfingen. Die Fragen der Schamanen brachten mich zum Nachdenken darüber, welchen Einfluss diese Erfahrung vielleicht noch bis heute auf mich und unsere Generation hat. Ich erzählte ihr von meinem Knie und einem neuen Problem, einem nervösen Magen, der mich nervte, weil ich mich bisher nie groß mit meinem Inneren hätte beschäftigen müssen. Die schönste Definition von Gesundheit, die ich kenne, lautet: Gesundheit ist das Schweigen der Organe. Wenn man nichts von seinem Körper mitbekommt und keine Stelle nach Aufmerksamkeit schreit, dann ist man gesund. Mein Magen hatte aufgehört zu schweigen, grummelte vor sich hin, aber ich verstand nicht, was er mir sagen wollte. Vielleicht sprachen wir nicht dieselbe Sprache oder er hatte eine schlechte Angewohnheit von mir übernommen und nuschelte. Die Heilpraktikerin schaute in einem großen Lexikon der Psychosomatik nach. Etwas überwältigt dich, es ist zu viel, alles auf einmal zu verarbeiten. Positiv betrachtet kann es sich um eine Fülle von Eindrücken handeln, die dich sogar auf angenehme Weise auffühlen. Das war ihre Deutung, damit konnte ich etwas anfangen. Ich war auch vorsichtshalber vorher schon beim Gastroenterologen gewesen und hatte eine Magenspiegelung machen lassen, also war alles okay. Ich legte mich auf eine Massagebank, die Schamanin machte es mir mit Kissen und Rollen bequem und hielt meine Hand, während sie mich bat, auf eine Traumreise zu gehen. Es war Nachmittag, Siesta-Zeit, und ich hatte keine Mühe, mich ins Land der Träume zu begeben. Mein Körper war weniger neugierig als mein Geist und nutzte die gute Gelegenheit für ein Nickerchen. Vielleicht kann ich mich deshalb auch nicht mehr an alles erinnern. Aber woran ich mich gut erinnere, ist die Begegnung mit meinen Krafttieren. Die Schamanen betrachten viele Dinge als beseelt und arbeiten viel mit symbolischen Prozessen im Außen, die etwas Inneres darstellen sollen. Ich sollte mir vorstellen, welches Tier oder welche Tiere mich begleiten.
Ich sah spontan einen Bären und einen Hirsch. Ich sollte die Tiere fragen, was für ein Geschenk sie für mich hätten. Der Bär hatte einen Staubsauger dabei. Ein Zeichen, was konnte ich damit anfangen, sollte ich mich fragen. In einer sehr lustigen gedanklichen Bewegung saugte ich den Boden meines Arbeitszimmers. Das war unglaublich befreiend. Und wenn Sie mein Zimmer kennen würden, verstünden Sie sofort, warum. Ich bin, wie viele kreative Menschen, nicht gerade gut im Ordnung halten. Für dieses Buch habe ich hunderte von Studien und Büchern und Zetteln mit Ideen und Stichworten gesammelt. Und in der akuten Schreibphase wuchs mir dieser Papierberg über den Schreibtisch, über den Boden, über den Flur und über den Kopf. Mit dem bärigen Geschenk konnte ich Großputz machen und mich von dem Gedanken befreien, das alles noch lesen zu müssen. Dann trat der Hirsch vor mein geistiges Auge. Er hatte ein Lexikon dabei, ein funkelndes, leuchtendes Buch, das ich nur aufzuschlagen brauchte, und alles Wissen der Welt stand mir zur Verfügung. So ein Buch hatte ich mir immer gewünscht. Denn auch auf meinem Computer sah es mit den ganzen offenen Seiten bei der Suchmaschine so ähnlich aus wie auf dem Boden, nur senkrecht. Während ich dies schreibe, merke ich erst, dass diese Symbolik auch etwas mit meinen Urgroßeltern zu tun hat. Väterlicherseits waren meine Vorfahren über viele Generationen Pfarrer, besaßen also ein Buch, das für sie die Antworten auf viele Fragen bot. Und mein von Hirschhausen geht auf einen dieser Pfarrer zurück, der ein Wörterbuch der estnischen Sprache geschrieben hat. So gesehen sprach der Hirsch zu mir in Bildern, die ich tatsächlich in meinen mentalen Genen trug. Wissen weitergeben, sodass es jeder versteht. Aus der Traumwelt kam ich wieder ins Wachbewusstsein zurück. Mir war die Zeit wie im Flug vergangen, aber inklusive Nickerchen war etwa 1,5 Stunden vorbei. Ich war mit meinen Krafttieren sehr zufrieden. Sie hatten mich tatsächlich auf eine überraschende Art auf meine aktuellen Konflikte aufmerksam gemacht. Das Lustigste bei der Sitzung war, dass ich während der Reise innerlich ganz ruhig war, aber merkte, wie die Schamanin nach der Hälfte heftiges Magenknurren bekam. War mein grimmiger Bauchgeist auf sie übergegangen? Gab es etwas spirituell Infektiöses? Mein Wunsch nach einer Wunderheilung blieb unerfüllt, das Grummeln blieb wesentlich unverändert, aber ich habe nach dieser Sitzung tatsächlich mein Zimmer aufgeräumt. Angetrieben von meinem neuen imaginativen Freund, dem bärenstarken magischen Staubsaugervertreter. Und die Art und Weise, mit diesen inneren Bildern zu arbeiten, da ist ja viel dran. Und der Wert von Gesundheit, der wird uns ja sowieso immer erst dann klar, wenn sie vorbei ist. Und das ist schade, denn das kann jede Sekunde so sein, wie in der Geschichte, was ist uns unsere Gesundheit wert? Arthur Schopenhauer sagt, der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen. Ein korpulenter Mann geht in ein Steakhouse, um sich mal wieder etwas zu gönnen. Er bestellt das teuerste und größte Stück Fleisch, das er auf der Karte finden kann, und fängt an, es hastig in sich hineinzustopfen. Plötzlich verschluckt er sich und ein Fleischklops bleibt direkt vor seiner Luftröhre stecken. Der Mann läuft blau an, kippt vom Stuhl und droht zu ersticken. Einem jungen Kellner fällt das auf, er rennt hin, setzt ihn auf, beugt ihn nach vorne und schlägt mit voller Kraft zwischen seine Schulterblätter. Und siehe da, ein Wunder geschieht, der Fleischklops fliegt aus dem Fleischklops. Farbe kehrt in das Gesicht des Mannes zurück, er atmet tief durch und ist im wahrsten Sinne sehr erleichtert. Er holt seine dicke Brieftasche heraus und spricht, junger Mann, Sie haben mir das Leben gerettet. Was bin ich Ihnen schuldig? Der Kellner überlegt kurz und sagt, wissen Sie, Kellnern, das mache ich hier nur zum Geld verdienen. Aber ich habe in meiner Freizeit etwas gefunden, das mir wirklich Freude macht. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Es war meine Pflicht, Ihnen zu helfen. Dafür kann ich nichts verlangen. Aber wenn Sie mir etwas schenken wollen, geben Sie mir doch die Hälfte dessen, was Sie bereit waren zu zahlen, als das Ding noch drin war. Was ist uns Gesundheit wert? Weil Gesundheit eben keinen festen Marktwert hat, gibt es einen unglaublichen Markt für Humbug im Gesundheitssektor. Und eins meiner absoluten Lieblingsprodukte ist das hier. Kennen Sie das? Da ist Sauerstoff
im Mineralwasser zusätzlich drin. Und zwar 40 Milligramm pro Liter. Man kann es auch anders ausdrücken, es sind 0,0004%. In der Luft, die wir atmen, sind es 21%. Brauchen wir also zusätzlichen Sauerstoff aus der Flasche. Sie können sich das ausrechnen, das, was Sie in einer Stunde wegatmen, dazu brauchten Sie 1000 Liter von diesem Wasser. Mit anderen Worten, selbst wenn Sie ertrinken würden in Sauerstoff angereichertem Wasser, Sie würden trotzdem ertrinken. Verstehen Sie den Gedanken? Es sei denn, Sie wären in der Evolution vor 500 Millionen Jahren als Fisch mit Kiemen, dann geht's. Dann macht's Sinn. Aber ich meine, wer kauft sowas und wer fällt auf sowas rein? Mal ganz kurz überlegt. Aus der Schule, wissen Sie noch grob, mit welchem Organ man Sauerstoff in den Körper aufnimmt? War es der Darm? Oder die Lunge? Gut, im Darm gibt es auch Gase, aber die muss man nicht mit dem Wasser zu sich nehmen. Da sind mir Produkte lieber, die einfach von Anfang an Quatsch sind. Ich möchte keine Markennamen nennen, aber kennen Sie das? Sprechperlen? Ein Klassiker aus der Zuhandlung. Sprechperlen. Pucki ist lieb, steht da. Für Wellensittiche. Und ich war natürlich als ehemaliger Kinderneurologe neugierig. Mensch, gibt es da Substanzen aus der Forschung, die direkt auf Spracherwerb bei Spatzenhirn funktionieren? Das wäre total spannend, wenn es sowas gäbe. Um es kurz zu machen, es ist Honig und Vitamin A. Ja. Ich glaube, dazu gibt es auch keine großen prospektiv randomisierten doppelblind-placebo-kontrollierten Studien. Aber mein Hauptverdacht ist, Sprechperlen machen ihren größten Umsatz sowieso nicht mit Vogelliebhabern, sondern mit verzweifelten Ehefrauen, die Sprechperlen morgens ihrem Gatten, der etwas Wortkack ihnen gegenübersetzt, ins Müsli untermischen und denken, Mensch, wenn es bei Sittichen wirkt, warum nicht auch bei Karl-Heinz? Mein absolutes Lieblingsprodukt ist dieses Teegranulat. Teegetränk heißt es. Ich bin selber Teetrinker und deswegen sträubt es alles in mir, wenn man so Katzenstreu als Tee bezeichnet. Aber es ist sehr beliebt und es gibt es in zwei Varianten. Und zwar hier Pfirsich-Teegetränk und Blutorange-Teegetränk. 50% Kalorien reduziert. Und jetzt fragt sich der Fachmann natürlich, wie kriegen die das hin? Und man liest bei den Inhaltsstoffen, Mensch, gleich viel Zucker, gleich an erster Stelle, weil es auch der größte Volumenbestandteil ist. Also daran liegt es nicht, nicht Zuckeraustausch. Und irgendwann kommt man beim Kleingedrucken auf das große Rätsel. Wollen Sie wissen, wie schaffen die das, in diesem identischen Granulat 50% die Kalorien zu reduzieren? Es liegt an der Dosierung. Hiervon soll man 6 Löffel nehmen. Und hier von 3. Ich denke mir das nicht aus. Sag mal, für wie bescheuert haltet ihr eure Kunden? Und die schreiben es auch noch oben drauf. 50% Kalorien reduziert und doppelt so ergiebig. Überraschung! Also, man muss überall die Augen aufmachen. Und deswegen gibt dieses Buch auch viel Orientierung. Es gibt viele praktische Dinge, wie zum Beispiel 5 Fragen, die man beim Arzt stellen kann, um bessere Behandlungen zu bekommen. Und es gibt auch ein paar ernstere Texte. Und einer liegt mir sehr am Herzen aus meiner Zeit dort in der Klinik. Und ich widme diesen Text nicht nur der Familie, um die es da geht, sondern auch allen Familien, die etwas Ähnliches erlebt haben. Der Text heißt, mein Wunderkind ist tiefbegabt. Man redet immer von den Kindern, die das Licht der Welt erblicken, aber erblicken wir nicht das Licht der Welt, wenn wir ein Kind sehen, das geboren wird? Das Blöde an Wundern, sie sind so unzuverlässig. Oft bräuchte man eins und es passiert keins. Dafür passieren Dinge, die keiner will. Das Leben bleibt bis zu einem gewissen Maße unvorhersehbar und außerhalb unserer menschlichen Kontrolle. Für unseren Verstand ist das immer wieder eine Beleidigung. Das Wunder des Lebens beginnt ja nicht erst mit dem ersten Atemzug, sondern mit der Zeugung.
Wie ein Kind im Mutterleib entsteht, ist so komplex, dass man sich eigentlich viel mehr darüber wundern müsste, dass es so oft klappt. Und so oft gut geht, ohne dass jemand irgendwie darüber nachdenken muss. Aber viele, die sich Kinder wünschen, bekommen keine. Und manche, die sich keine wünschten, bekommen welche. Aber, liebe Eltern, jetzt müsst ihr sehr tapfer sein. Nicht alle Kinder werden hochbegabt. So wie nicht alle Autofahrer überdurchschnittlich gut Auto fahren können, aber alle überzeugt sind, dass sie es tun, gibt es den seltsamen Trend, dass alle Eltern meinen, ihre Kinder lägen über dem Durchschnitt. Was für ein Quatsch. Wenn das so wäre, würde etwas mit dem Durchschnitt nicht stimmen. In einem Klassiker des jüdischen Humors wird die Mutter gefragt, wie alt ihre Kinder sind. Sie antwortet, der Jurist wird jetzt 3 und der Arzt kommt nächstes Jahr in die Schule. Klar wünscht man sich gute Gesundheit, diverse Talente und tolle Berufswege für seine Kinder, aber in unserer Perfektionskultur und unserem Fitnessterror geht eine wichtige Tatsache unter. 1 von 10 Kindern ist chronisch krank, hat Asthma, Epilepsie, Rheuma, Mukoviszidose, seltene Erkrankungen, ist minderbegabt oder sogar geistig behindert, ohne dass wir Ärzte immer wüssten, woran das liegt. Ich habe als Arzt viele tolle Kinder erlebt, die auf andere Art und Weise toll waren. Viele von ihnen hatten einfach nur Pech. Kein 6er bei der Verlosung der Gene, bei der Geburt für ein paar Minuten zu wenig Sauerstoff, schwierige oder suchterkrankte Eltern. Gegen die allermeisten dieser Abweichungen gibt es keine Tablette und kein Wundermittel. Gleichzeitig ist der Bereich mit den größten wissenschaftlich belegten Fortschritten nicht etwa die Gentherapie oder die viel gepriesene Molekulargenetik, sondern es ist die Sonderpädagogik. Dass heute viele Kinder mit Down-Syndrom ihre Schulabschlüsse machen, Berufe lernen und älter werden, ist eine stille Sensation und war vor einer Generation noch völlig undenkbar. Aber wer investiert in Leben, das keine Rendite bringt? Versuchen Sie mal, für Kinder mit Epilepsie Spenden zu bekommen. Gespendet werden Millionen für Krebskranke. Dabei sind das gar nicht so viele. Und sie können wieder gesund werden. Aber viele Krankheiten gehen nicht weg. Nie. Und deshalb haben meinen größten Respekt nicht die Wunderkinder, sondern die Wunderfamilien, die das Beste aus dem machen, was eben auch das Leben an Unerfreulichen und Schrecklichen manchmal mit sich bringt. Auf Station hatten wir damals einen 4-jährigen Jungen, der in den Gummistiefeln seines Großvaters die Kellertreppe herunterfiel und sich sein Hirn schwer verletzt hatte. Ich erinnere mich wie heute an den Moment, in dem ich den Eltern die MRT-Bilder ihres Kindes zeigen musste. Die Eltern waren beide Ärzte und wussten sofort, was die großen weißen Flecken bedeuteten. Jonas blieb lange auf Station, dann wurde er verlegt. Ich verließ die Medizin. Aber immer wieder dachte ich an diese Situation, an diese Familie. Und vor 3 Jahren habe ich spontan gedacht, ich will wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Der Name der Familie hatte sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich fand die Adresse heraus, schrieb ihnen einen Brief und bekam eine sehr herzliche Antwort. Wir trafen uns. Der Sohn lebt. Er ist nie aus dem Koma erwacht. Aber er hat jeden Tag eine Familie um sich, die ihn liebt. Die Eltern sind noch zusammen, was bei chronisch kranken Kindern alles andere als selbstverständlich ist. Oft bleiben die Mütter allein. Jonas ist inzwischen ein junger Mann, sein Bruder auch. Wunderkinder müssen nicht alle Klavier spielen können. Die ganze Familie hat mich tief beeindruckt mit ihrer Liebe, Hingabe und Annahme. Und im Weitermachen, ganz anders, als man sich das mal vorgestellt hat. Heilung kann auch heißen, zu akzeptieren, dass nicht alle heil sind, aber dazugehören. Danke. Ich habe ja eine Stiftung, die heißt Humor hilft heilen, und ich unterstütze auch die singenden Krankenhäuser, weil es Kräfte gibt in uns, das Lachen, das Staunen, aber vor allen Dingen auch das Singen, was uns auf eine ungewöhnliche Art und Weise schnell inspirieren kann. Und wo, wenn nicht in Mainz, könnte man über die Heilkraft von einem Lied reden? Heile, heile Gänschen. Und für alle, die jetzt zu Hause denken, das ist ja so ein beklopptes Karnevalslied, nein,
Dieses Lied ist psychosomatische Grundversorgung. Der Text ist nahezu genial. Ich werde gleich eine Textanalyse liefern. Aber bitte vorher müssen wir es einmal gesungen haben, damit Sie spüren, was in diesem Lied ganz tief drinsteckt. Und alle, die es nicht kennen, lassen Sie sich mitreißen. Man kann es auch mal nüchtern singen. Und schunkeln Sie einfach nach Leibeskräften Musik ab. Lauter! Heile, heile Gänschen, ist bald wieder gut. Das Kätzchen hat ein Schwänzchen, ist bald wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Großartig, Applaus an Sie! Was will der Dichter dieser Zeilen uns mitteilen? Was braucht ein Mensch, wenn er leidet? Er braucht Zuwendung und Hoffnung. Das ist die erste Zeile. Heile alle Gänschen. Dieses Gefühl von, da ist jemand, der dir über den Kopf streichelt und sagt, es wird wieder gut. Warum heißt es Gänschen und nicht ganz? Das ist der ganzheitliche Ansatz. In diesem Diminutiv ist die Regression ins Kindliche angelegt. Aber was ist die Gefahr, wenn Menschen oft die Erfahrung machen, dass sie immer dann Zuwendung bekommen, wenn sie leiden? Sie leiden extra für extra Zuwendung. Das nennt sich psychologisch sekundärer Krankheitsgewinn oder kurz Männer. Oh, oh, habe ich was verraten? Ein Geheimnis? Jungs, ich bin solidarisch. Wir Männer müssten nicht so leiden, wenn wir auch so mal ein bisschen Anerkennung bekommen würden, oder? So sieht's aus. Aber das Lied weiß um diese Tücke und bietet in der zweiten Zeile den Ausweg in dem genialen Satz, das Kätzchen hat ein Schwänzchen. Du hast dich gerade in deinem Selbstmitleid eingesuhlt und denkst, hä? Was habe ich mit der Katze zu tun? Nichts. Und das ist der Trick, man soll sich gar nicht immer mit sich beschäftigen. Suche einen Fokus außerhalb deiner selbst. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, leben bis zu 7 Jahre länger als die, die sich immer um ihren eigenen Bauchnabel kragen. Also, dieser Satz löst Dissoziation und Zustimmung aus. Nämlich, hä? Und dann sagst du, stimmt. Du sagst innerlich, ja zur Katze, ja zum Schwanz, ja zum Leben. Und dieses Ja überträgt sich auf die nächste Zeile, heile alle Gänschen. Hast du schon mal gehört, da wird was dran sein. Wiederholungen verstärken. Menschen konstruieren die Wirklichkeit durch soziale Verstärkung. Sie können das mal testen, setzen sie ein Gerücht über sich in die Welt, erzählen sich von alleine rum und irgendwann erzählt ihnen ein Bekannter ihr eigenes Gerücht an sie zurück. Und sie werden kurz stutzig denken, vielleicht ist doch was dran, wenn so viele Leute schon davon gehört haben, so funktioniert die Welt. Und dann kommt ein Satz von ewiger Gültigkeit. In 100 Jahren ist alles weg. Wie soll ich Ihnen das näher bringen? Das stimmt. Und das ist auf eine Art und Weise auch tröstlich. Ein unendliches Leben wäre sterbenslangweilig. Denn es wäre alles gleichgültig, weil der Moment seinen Wert nur durch die Endlichkeit kriegt. So viel tiefe Weisheit in diesem Lied. Hätten Sie auch nicht geahnt hier in Mainz, oder? Heile, heile Gänschen! Und zum Endspurt noch zwei schöne, heitere Texte. Denn eine Frage muss ich natürlich stellen. Und die heißt... Da ist er. Gut. Stellen Sie sich bitte vor, Ihr Körper wäre ein Gebrauchtwagen. Würden Sie ihn kaufen? Das ist eine gute Frage, aber auch eine fiese Frage. Man kommt ins Grübeln. Meine Erfahrung, Männer und Frauen grübeln anders über ihren Körper. Und die Frage mit dem Gebrauchtwagen, weil Frauen denken eher so an äußere Mängel, Männer denken ganz pragmatisch, was würde ich beim Verkaufen von mir aus nicht erwähnen? Dabei kann man seinen Körper ja nicht verkaufen. Und deswegen ist es so absurd, dass wir oft mit unseren Karossen besser umgehen als mit unserem Leib. Und daraus entstand eine Idee,
Und eine Frage, warum gibt es eigentlich keine Heilpraktiker für Autos? Mein Freund Paul, Sie kennen ihn, sagte, doch, gibt's inzwischen. Da hat in Kreuzberg, Berlin, ein alternativer Stadtteil einer aufgemacht. Ein Automechaniker mit einem antimechanistischen Weltbild. Er heißt Hope. Eigentlich heißt er Matthias, aber Hope ist ein spiritueller Name. Seine Eltern konnten bei der christlichen Taufe noch nicht ahnen, was aus ihm wird. Hope ist ein Meister seines Fachs, er gibt sich total Mühe und er findet auch immer was. Er guckt bei jeder Zündkerze nach Zeichen für Burnout. Er macht Ölwechsel mit Aromaöl, damit der Motor nicht das Gefühl hat, es gehe nur um Leistung. Er findet auch gerne Rost am Auspuff. Da denkt der Laie, Mensch, Rost am Auspuff, ist das so schlimm? Aber hallo, Rost am Auspuff ist für das Auto, was für den Menschen Hefe im Darm ist. Und wenn Sie schon mal beim Heilpraktiker waren, haben Sie garantiert auch Hefe im Darm diagnostiziert bekommen. Das ist relativ einfach zu stellen, die Diagnose. Man muss nur eine Stuhlprobe nehmen und ungekühlt ins Labor schicken, dann hat das jeder. Ab wann das krankhaft wird, darüber kann man lange streiten. Aber wenn Sie schon mal Hefe im Darm hatten, wissen Sie, hast du lieber Rost am Auspuff. Ich hatte nur einen platten Reifen und ich dachte, komm, jetzt gib dem Hope mal eine Chance. Ich habe den Wagen zur Werkstatt geschoben, der hat sich total viel Zeit genommen, er hat das Auto angeschaut, dann sagt er, klar, ich könnte jetzt diesen platten Reifen auswechseln, aber das wäre nur Symptome beheben. Er spürte, der Wagen ist so nicht im Gleichgewicht. Ich dachte, irre, wie sensibel der Mann ist. Und ich sagte, er soll doch mal auf seine Art behandeln, hat er dann auch die drei anderen Reifen. Mit Akupunktur. Bis der Wagen wieder ganz im Gleichgewicht war. Hope erklärte mir, die chinesische Medizin, aus der das kommt, unterscheidet fünf verschiedene Elemente. Meinem Auto würde eins davon fehlen, Luft. Was die damals schon gewusst haben. Nach dem Wochenende bin ich wieder in die Werkstatt. Ich sagte, wann ist es denn soweit? Und Hope sagte, ich soll doch erstmal bei mir selber schauen, woher diese Ungeduld in mir kommt. Nach zwei Wochen war ich richtig sauer. Ich dachte, verdammt, wann ist das Auto fertig? Und Hope sagte, Konfuzius lehrt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ich dachte im Stillen, Alter, an wie viel Gras hast du schon gezogen? Nur so ein Verdacht. Dann eines Tages legte mir Hope die Hand auf die Schulter, nahm mich beiseite und sagte, es sei doch jetzt vielleicht so weit, dass ich die tiefere Ebene anschauen könne. Es ist ja kein Zufall, welches Teil da kaputt geht. Das ist ja auch eine Botschaft, Krankheit als Weg. Eine persönliche Aufgabe für mich. Ich soll doch mal überlegen, warum dieses Teil, das mir kaputt ging, so doppeldeutig heißt Reifen. Der braucht ein bisschen. Wenn ich spreche und Sie müssen nachdenken, mich stört's nicht. Das ist alles im Preis mit den Mühen. Hope nahm mich auch zur Seite und sagte, ob ich nicht einen Neuwagen kaufen will. Ich sagte, wie bitte? Ich hatte mich dran gewöhnt, es geht auch ohne Auto. Und er sagte, er hätte da was in petto, ein Top-Deluxe-Modell eines deutschen Herstellers für den esoterischen Markt, der Opel Mantra. In Pyramidenform, die Sitze sind im Kreis angeordnet, das heißt, alle, die mitfahren, bestimmen die Richtung gemeinsam. Keine Hupe, aber Klangschale, Räucherstäbchenanzünder, serienmäßig, Spitzengeschwindigkeit 12 Stundenkilometer, denn das ist im Einklang mit der Philosophie, die hinter dem Auto steht. Und die lautet, der Weg ist das Ziel. Sie kennen sich aus. Dankeschön. Verabschieden möchte ich mich mit einem Text über Humor am Krankenhaus, mein Lebensthema. Eine wahre Geschichte, überschrieben, das Gesicht ist dir gegeben, lachen musst du selbst. Der König im Krankenhaus. Der Kunde ist König. Im Krankenhaus spürt man schnell, die Monarchie ist abgeschafft. Alfred, ein befreundeter Kommunikationstrainer und Clown, musste einmal ins Krankenhaus, um sich am Ellenbogen operieren zu lassen. Er wurde stationär aufgenommen, untersucht und blieb nüchtern. Am nächsten Morgen kam die Schwester zu ihm und sagte, bitte legen Sie sich ins Bett, ich fahre Sie jetzt in den OP. Alfred erwiderte freundlich,
Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich werde ja am Ellbogen operiert. Ich habe 2 gesunde Beine. Ich würde gern laufen. Wie aus der Pistole geschossen kam, es ist zu Ihrer Sicherheit. Das heißt, in der Krankenhaussprache, Ende der Diskussion. Im Bett durch ein Krankenhaus geschoben zu werden, ist kein Vergnügen. Die strenge Schwester hatte für den renitenten Patienten extra das Kopfteil nochmal so flach gemacht. Man fühlt sich sofort hilflos, wie ein Käfer, der auf dem Rücken gelandet ist. Man schaut in Neonröhren, Nasenlöcher und auf den Galgen, der über einem baumelt. Alles macht unnötig Angst. Es sollte eine Pflichtübung in der Ausbildung von Ärzten und Pflegekräften sein, einen Tag lang im Bett durch das eigene Krankenhaus geschoben zu werden. Nur um einmal zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn man in einer Mischung aus Autoscooter und Geisterbahn an Wände und Fahrstühle donnert. Der zweite Teil der Übung sollte darin bestehen, die Menschen zu zählen, die einem während der Fahrt ins Gesicht schauen. Und doppelte Punkte gibt es für Menschen, die sogar dabei noch lächeln. Alfreds OP verlief komplikationslos. Er musste nach einigen Wochen zu einer zweiten Operation. Diesmal dachte er, ich schlage das System mit eigenen Mitteln. Er hielt auf der Fahrt zum Krankenhaus bei Burger King und organisierte sich so eine Geburtstagspappkrone. Dann kaufte er noch eine Zeitschrift, die er mit einem Gummiband zu einem Zepter verband. Und natürlich hatte er, wie jeder Clown, eine rote Nase dabei. Alfred versteckte die Requisiten unter der Bettdecke und freute sich diebisch auf den Moment, in dem die Schwester kommen würde, um ihn abzuholen. Als es soweit war, legte er sich brav flach ins Bett und ließ sich um die ersten 3 Ecken schieben. Dann plötzlich setzte er sich aufrecht hin, setzte sich die Krone auf, Zepter in die Hand, die Nase ins Gesicht und er winkte majestätisch allen zu, an denen er vorbeigefahren wurde. Ein Bild für die Götter. Alfred erzählte die Geschichte vor vielen Jahren auf einem Humorkongress. Ich liebe sie. Sie ist erstens genauso passiert. Zweitens, sie zeigt, wie durch den Einsatz von minimalen Mitteln aus einer Situation der Hilflosigkeit eine Situation der Heiterkeit werden kann. Wie aus einem Käfer auf dem Rücken ein König wird. Und die Geschichte hatte ein Nachspiel. Jahre später saß Alfred in einem Café und bemerkte, dass ihn ein anderer Gast intensiv musterte. Der Mann kam schließlich zu ihm an den Tisch und erklärte, Entschuldigung, dass ich so Sie anstarre, aber wurden Sie mal am Ellbogen operiert? Ja, woher wissen Sie das denn? Ich war damals in Ihrem Operationsteam. Sie konnten mich nicht erkennen, ich hatte schon meinen Mundschutz an. Aber ich möchte Ihnen sagen, der Moment, als Sie mit der Krone, dem Zepter und der roten Nase bei uns hineingeschoben wurden, diesen Moment haben wir nie vergessen können. Und immer, wenn wir Stress hatten, eine Operation schwierig war, lange dauerte und wir alle nicht mehr konnten, haben wir kurz innegehalten, uns gegenseitig an diesen Moment erinnert, gelacht und dann ging es wieder weiter. Ich wollte nur, dass Sie das wissen. Wunder wirken Wunder. Herzlichen Dank.